Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe die Tage dieses Video veröffentlicht, auch hier auf dem YouTube-Kanal, in welchem unsere gemischte Herde so großartig galoppiert über diese Gebiete. Und ich wollte euch ein paar Worte zu ein paar Pferden hier sagen, wie zum Beispiel Tanis, der ist ja prominenter Fall sozusagen hier bei uns, weil ja, seine Geschichte haben viele Menschen verfolgt. Der ist mit schwerer Reh gekommen und das waren seine Hufe, als wir die Behandlung angefangen haben. Das war wirklich ein sehr schwerer Fall von der Reh, ich glaube schwerster Fall, den ich behandelt habe. Er hatte auch Hufkrebs an den Hinterhufen. Und es war eine schwierige Behandlung. Er lag sehr viel. Man konnte auch nicht sofort die Hufe bearbeiten, so wie sie sein sollten, weil sie erstmal durch bestimmte Phasen gehen müssten. Und man kann ja das Pferd nicht gleich komplett lahm machen. Bei ihm war jetzt so, dass der sowieso lahm gegangen ist. Aber trotzdem, das Pferd sollte immer in der Bewegung bleiben, soweit es geht. Und ich habe ihn oft im Liegen bearbeitet, er hat sehr oft die Massagen bekommen und ja, ganze Behandlung mit Kolloiden. Kolloiden sind ja immer verlinkt unter meinen Videos. Dort bekommt man die besten und effektivsten Kolloide auf dem Markt. Die sind auch ein Jahr haltbar, was bei Kolloiden wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Und bei einer Reh, es ist immer Silberkolloid und Germaniumkolloid, die wir einsetzen, sowohl auch Magnesiumkolloid, weil der Körper mit diesen ganzen Anstrengungen, den Muskeln, verbrauchen eine unheimliche Menge von Magnesium, eben das auch brauchen, dass diese Minerale auch im Körper vorhanden sind, dann tut sich das Pferd auch leichter. Wie man sieht, hat der Tanis Obst und Gemüse bekommen. Er hat alle Nährstoffe bekommen, die wir ihm nur bieten konnten. Und auch natürlich Heu, ohne Limit grasen konnte er. Und er wurde auch hier mit dem Obst animiert, mal ein paar Schritte zu gehen. Und das empfehle ich ja auch in meinem Online-Hufkurs, dass man das genau so macht, weil das Pferd muss ja laufen. Wir können dem Pferd die Schmerzen nicht ersparen, weil die Reh bildet sich in den Hufen Jahre davor, bevor sie ausbricht. Der Pferdehalter sieht ja nur Ausbruch der Krankheit, aber Reh entsteht über Jahre in den Hufen durch einen fehlenden oder einen falschen Trim. Die meisten Menschen setzen das Tier aufs Diät, weil die Pferde haben ja meist auch Einlagerungen. Ich habe ein Video über diesen Fettkamm auch schon mal gemacht und erklärt, dass das nicht von den Hufrehen kommt, sondern umgekehrt. Dass erst die Hufrehe entsteht und dann kommen die Einlagerungen und Fettkamm und dann bricht die Rehe aus. Es ist andersrum. Und dem Pferd muss man in dieser Phase alle möglichen Nährstoffe zur Verfügung stellen, die man nur geben kann. Er hat ja auch Sonnenblumenkerne, Hafer, sogar Heukops bekommen, weil der eben so dünn war, dass er ein bisschen zu greifen kommt. Dann lag er natürlich sehr viel. Aber wenn er aufgestanden ist, dann bewegte er sich so. Und das muss man gewährleisten, dass das Pferd immer in der Bewegung bleibt, auch wenn das so schwierig ist wie bei ihm. Wie gesagt, er war wirklich ein sehr schwerer Fall. Nicht jedes Pferd hatte diese Behandlung überlebt. Und da muss man ganz genau wissen, wie man den Trim macht und was man tut. Und das Pferd muss auch kämpfen. Und Tanis war ein Kämpfer, der hat gekämpft die ganze Zeit. Er hatte dann offene Wunden vom Liegen. Und es ging von Tag zu Tag einen Schritt weiter. Er wurde auch immer eingecremt, weil zu der Zeit hatten wir auch sehr viele Fliegen und die Fliegen kommen an die Pferde mit schwachen Immunität, mit Krankheiten. Und das ist ja meist der Fall bei, hier bei uns, das sehen wir, dass manche Pferde sehr betroffen sind und manche gar nicht. Und das sind ja meist die Pferde mit schwachen Immunität, die betroffen sind. Ich fand den sehr oft auch im Stall liegend
Und das war ja mehrfach am Tag, dass wir Verschiedenes gebracht haben. Und er hat sich das ausgesucht, wie zum Beispiel hier rote Beete wollte er nicht. Der hat da reingebissen und fallen gelassen. Und er wollte bestimmtes Obst und Gemüse. Und das werden wir immer wieder sehen, dass die Pferde nach ihren intakten Essinstinkten ganz genau wählen, was sie brauchen und was nicht. Und er musste sich auch wirklich quälen, um zu gehen. Aber er ging. Und das muss man bei dem Pferd mit der Hufe erreichen, dass das Pferd sich bewegt. Ein Schritt, ein Schritt. Und dann motivieren für den zweiten Schritt, weil man darf ja nicht vergessen, das ist unheimlich schmerzvoll. Deshalb gibt man ja Silberkoloid, damit die Entzündungen abflachen. Germaniumkoloid nimmt ja ein bisschen Schmerzen weg. Kein Schmerzmittel, kein chemisches Schmerzmittel. Das macht ja Heree nur schlimmer. Der Stoffwechsel hat genug zu kämpfen und wir müssen vermeiden, dass wir Stoffwechsel bei einem solchen Pferd noch mehr belasten. Und die bringen ja meist nichts, ja, weil das ist eine mechanische Sache. Der Huf muss richtig ausgeschnitten werden, damit er heilen kann. Und nur das ist die Art und Weise, wie wir Hufe heilen. Und ich wollte das eben zeigen an so einem schweren Fall wie Tannis. Über mehrere Videos, und das habe ich ja immer wieder gezeigt in den Videos, diesen ganzen Weg. Die Videos sind ja hier auf dem YouTube-Kanal, aus dem Grund, dass ich zeige, wie wir das hier behandeln und wie das Pferd heilt, sogar so ein schwerer Fall. Wie gesagt, er hat ja auch Heukops bekommen und er hat ganz genau die Menge gegessen, die ihm gut getan hat. Und hier, dann haben wir das gekickt auf dem Boden, weil er das stehen gelassen hat. Er wollte nicht mehr. Und das werden wir immer wieder sehen, dass die Pferde ganz genau wissen, was sie brauchen, in welchem Moment. Und dann hat er sich ja bewegt. Wie gesagt, ein paar Schritte, ein paar Schritte. Die Hufe habe ich dann immer wieder behandelt, kleines bisschen, soweit die Hufe das zugelassen haben. Weil, wie gesagt, man muss ja auf das Pferd hören. Er hat ja auch Kräuter bekommen. Das tue ich ja meist so, indem ich das in die Banane rein tue, weil die Pferde in diesem Zustand nehmen sehr gerne Banane, weil das Zucker drin ist, Fruchtzucker, die sehr gut verträglich ist und natürlich auch Magnesium, viel Magnesium. Und dann werden die Pferde Bananen nehmen, weil sie diese Stoffe brauchen. Und dann habe ich da Kräuter rein, verschiedene, alle mögliche, alles anbieten. Und dann habe ich ja nachts sogar bearbeitet, als er sich hingelegt hat, weil ich warten musste, bis er sich hingelegt hat, um die Hufe zu bearbeiten, weil der konnte die Hufe nicht geben. Und dann habe ich ja, ja diese Momente abgepasst, um die Hufe immer wieder ein bisschen nachzuarbeiten, so weit die Hufe das zugelassen haben, damit nicht sehr viele Entzündungen entstehen. Hier bei dem Hufkrebs, das war offene Wunden, dann haben wir das mit dem Spray auch ein bisschen abgedeckt und die Hufe habe ich hier eingewickelt in die Apfelessigwasserwickel, weil die Hufe feucht gehalten werden müssen, weil die Hufe müssen pumpen, Horn muss elastisch bleiben. Und zu dem Zeitpunkt hat sein Körper angefangen zu heilen. Hier waren praktisch, ganze Sohle war unter Eiter. Ja, also alle beide vor der Hufe, das war Eiter. Man hat gedrückt und der ganze Sohle war Eiter. So eine schwere Rehe hatte er. Es hat ein bisschen gefällt, dass er komplett ausschutt. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Beziehungsweise auch wenn er ausgeschutt hätte, hätten wir das hingekriegt. Aber so war es einfach leichter für ihn, dass er nicht ausgeschutt hat. Und ja, und hier waren ja dann auch meine Studenten von Hufausbildung, hier AL Integral Hufcare, die dann diesen schweren Fall selbst ansehen konnten, als er in dieser Heilphase war, weil diese Entzündungen und Eiter kommen ja in der Heilung. Und er hat ja dann auch Hafer stehen gelassen, immer wieder, das hat man immer wieder gesehen. Und deswegen keine Angst, dem Pferd das alles anzubieten, weil das Pferd in so einer schweren Phase der Heilung braucht einfach alle Nährstoffe, die es bekommen hat. Wenn man das Pferd aus Diät setzt, dann kann der Körper nicht heilen. Man verdeckt die Symptome und irgendwann mal kommt es wieder. Es ist eine mechanische Erkrankung. Und bald konnte der Tanis dann Hufe auch zur Bearbeitung geben. Ja, er konnte
Innerhalb von vielleicht 3 Wochen in etwa, konnte er schon Hufe geben. Er konnte stehen und die Hufe fingen an, von oben intakter nachzuwachsen. Und das war natürlich auch Durchbruch, aber diese 3, 4 Wochen habe ich jetzt verkürzt gezeigt. Die muss man durchmachen. Und 3, 4 Wochen sind hier bei extrem professioneller Behandlung, kompetente Behandlung, weil wir Klasse. wissen, was wir tun hier. Also wenn er Und mit ja, diesen dann kann Hufen das schon Pferd so auch gut heilen. Und dann läuft, dann konnte er dauert es auch nicht mehr gehen und lang. erkunden. Ja, er konnte dann immer besser gehen und dann hat er auch angefangen, der Herde zu folgen, sozusagen, oder seinem Kumpel in dem Moment. Und ja, der Herde einfach. Und dann ging das immer besser, weil die Heilung konnte dann richtig voranschreiten, indem das Pferd sich dann auch mehr und mehr bewegt, weil die Bewegung ist A und O bei der Hufrehheilung. Und irgendwann mal dann waren die Hufe dann so weit. Und jetzt ist es so, dass der Tanis einfach gesund in der Herde galoppiert. Und hier könnt ihr verfolgen in diesem Video, wie toll der jetzt laufen kann. Ja, ohne jegliche Probleme, alles ist durch, Reh ist geheilt, die Hufe wachsen super intakt nach und er wird nie wieder an der Reh erkranken, weil der bekommt jetzt Academia Liberty Integral Hufcare. Und das ist dann Geschichte aller Huferkrankungen. Oben ist ein Freiberger, das ist Nina, die ist auch mit der Reh gekommen. Und ihre Geschichte werde ich noch zeigen, weil sie läuft kleines bisschen noch stachsig oben. Sie hat ja noch Schmerzen, sie ist in der Heilphase, aber bald wird sie so laufen wie Tannis unten. Ja, also ihre Hufre heilt gerade. Und dann könnt ihr hier sehen, wie alle Pferde laufen und eben Tannis, der jetzt eben mit der Herde voll durchstarten kann und laufen kann. Ja. Und das ist natürlich eine große, große Freude. Da rettet man Pferdeleben. Man rettet Pferdeleben mit einer kompetenten Hufpflege. Und das ist eine große Sache und das ist große Freude, ihn jetzt so mit der Herde laufen zu sehen. Es gibt keine bessere Belohnung als das. Und das ist Holly. Und ihre Geschichte habe ich ja neulich auch vorgestellt mit den Fellproblemen. Und sie hat lange gebraucht, aber sie läuft mit vorne mit der ganzen Herde. Also sie hat auch ihre Geschichten überwunden. Sie hat wirklich lange Zeit zum Heilen gebraucht. Und das ist das Wichtigste, dass wir den Pferden auch Zeit geben. Die Pferde dürfen ihre Zeit haben. Neapolitano hier vorne, der Lipizzaner, der war in einer Hufklinik 1 Jahr lang. Da haben sie seine Lahmheit nicht weggebracht. Und hier ist er geheilt an den Hufen. Der läuft vorne mit der Herde. Und Brandur ist ganz vorne. Er ist auch vorgestellt worden auf YouTube-Kanal. Seine schwere Geschichte, nicht mit den Hufen, aber mit anderen Krankheiten. Und wir haben ja den Fuchs, den Kalif, ja, über ihn sagt die Besitzerin, dass der noch nie so gesund war wie hier. Und er läuft vorne mit dabei. Ja, also das ist wirklich unglaublich, wie diese Pferdchen ja, in diese Zeit heilen. Und ganz vorne ist Kamal, der fliegt. Der fliegt. Hier ist er auf Überholspur. Das ist eine Freude, wie der tanzt und wie der fliegt. Und das ist hier Jungsherde. Und die kommt gerade auf neues Gebiet. Und ich werde mit der Jungsherde auch so ein Video vorstellen, wie sie laufen, die starken Jungs, die wir hier haben. Und das ist der Einzug praktisch auf die neue Weide. Das ist ein traumhaftes Gebiet, wo die Jungs dann kommen und die freuen sich hier riesig, mal neues Gebiet auch zu erkunden. Und das ist immer herrlich. So eine Herde galoppieren zu sehen. Das ist wirklich so schön. Und ich glaube, das übt ja auf uns diese Faszination aus, diese Tiere in ihrer Kraft zu sehen, ihre Freude in diesem Galopp. Das ist einfach herrlich.
Da werde ich euch dann noch mehr zeigen. Das ist ein bisschen eben, wie dieses Gebiet jetzt aussieht. So ein kleiner Einblick, wie herrlich das dort ist. Das ist ein Reichtum an Gräser, Kräuter. Und das ist auch wichtig, dass die Pferde auf Sommerwiesen alle diese Kräuter, Gräser, verschiedene Gräser, Schilf und so weiter essen können, weil da können sie richtig ihren Körper reparieren in der Zeit und ihm alle Stoffe zuführen, um alles reparieren zu können, was ihre Geschichten so sind, weil jedes Pferd hat eine andere Geschichte. Und in diesem Gebüsch hier, mit diesen hohen Bäumen dort, die die Jungs jetzt haben auf diesem Gebiet, das ist einfach unbeschreiblich schön. Ich war an dem Morgen bei der Jungsherde und es war wie in einer anderen Welt ankommen. Stille, die man hören kann. Weit und breit nur Geräusche von Pferden und der Natur, sonst nichts. Und das war großartig, dass ich wieder endlich nach so langer Zeit in diese Energie eintauchen kann, dank den großartigen Leuten, die sich um die Farm kümmern, um die Pferdchen kümmern, so dass ich euch diese Stimmung und diese Bilder einfach zeigen kann. Und die Jungs, die haben gegrast in der Nacht und es bricht neuer Tag an, das ist sehr früh hier. Und sie gehen langsam in den Schatten und ruhen da tagsüber, gehen langsam raus, ein bisschen, alle paar Stunden grasen, ein bisschen essen Blätter, essen Büsche und gehen wieder in den Schatten. Und das ist eine Leichtigkeit drin, das ist eine großartige Herdenenergie. Die kann man nicht beschreiben. Diese Tiere, die so leben, die so frei leben, die diese Weite erleben tagtäglich, die tragen eine ganz andere Energie in sich. Und die Energie ist das Wichtigste für unsere Seelen, für das, was wir von dieser Welt mitnehmen. Ein Pferd, das in diese seelischen Zustand kommt, welche ihm von Natur aus gebührt und seins ist. Das Pferd heilt ganz andere Geschichten in sich selbst und auch bei seinem Menschen, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, weil jedes Pferd ist mit seinem Besitzer ganz eng energetisch verbunden. Die Freiheit der Pferde überträgt sich auf seine Besitzer. Und umgekehrt, die Unfreiheit der Besitzer und Pferdehalter überträgt sich auf die Pferde, weil dementsprechend werden dann Pferdehaltung aussehen, werden Sorgen aussehen, werden Umgang mit dem Pferd aussehen, Kontrollzwang an den Pferden aussehen oder eben die Freiheit. Und diese Schritte, die geht man in sich selbst. Die habe ich selbst erlebt. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Mit jedem Stück Befreiung in sich selbst vertraut man auch den Pferden mehr. Man vertraut auch der Natur mehr. Und dann sieht man das in den Pferden, weil die Pferde zeigen das dann. Und dementsprechend befreit man sich wieder selbst. Und so ist das Gegenspiel und Gegeninteraktion zwischen Mensch und Pferd, die so bereichernd sein kann, die Welten öffnet für einen. Und das leben wir hier. Und in dieser großartigen Stimmung habe ich dann die Hufe bearbeitet. Und ich kann euch sagen, das war einfach ein Gedicht,
ein Gedicht, auch Hofbearbeitung kann Zen sein. Und das war an dem Tag für Mori und für mich. Weil die Jungs, die gingen in diese Stille rein und waren am Dösen und das war eine himmlische Ruhe. Und ich habe Hufe bearbeitet und das war eine Ruhe in mir, eine Ruhe in dem Pferd und das hat alles geflossen. Und somit wurde auch diese Hufbearbeitung zum Zen. Und danach fühlt man sich, wie dass man 3 Wochen Urlaub gemacht hat und nicht gearbeitet hat, weil die Energie, die bei diesen Pferden herrscht, eine unglaubliche Energie ist. Und das Pferd kaut danach ab, nach jedem Trim, der kompetent ausgeführt ist und die Erleichterung bringt, zu dem Pferd kauen die Pferde ab. Und dann, nach dem Trim, haben sie einfach weiter gedöst. Der Trim würde ein Teil der energetischen Umgebung an dem Tag. Das hat mitgeflossen. Und eine dieser Erfahrung zu machen, solche Erfahrung zu machen, so etwas zu fühlen, zu spüren, das kann man weder beschreiben, noch kaufen, noch irgendwie lernen. Das passiert durch bestimmte Einstellung, die Pferde in sich haben und die die Menschen in sich haben. Die gemischte Herde verlebte auch ihre Tage in vollkommener Energie auf ihren Sommergebieten und davon werde ich euch mehr zeigen in den nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch das Allerbeste mit euren Pferdchen und bis zum nächsten Mal.